liebe Zwillinge, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung mit dir machen. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. Außerdem findest du unten auch meine Social Media Accounts auf Facebook und Instagram, ja? In Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Okay? Also, starten wir mal. Wie sieht es mit der weiblichen Seite bei Zwillinge aus, bitte? Die weibliche Seite in eurer Verbindung. Gerechtigkeit. Fühlst du dich in der Liebe verglichen mit deinem Umfeld benachteiligt? Hm? Du hast das Gefühl, dass du gemäß dem, Stand, in der du dich in der Liebe befindest, viel mehr in deinem Status quo haben solltest wie dein Umfeld. Was bedeutet das? Zum Beispiel hast du vielleicht eine gute Freundin, die ist seit einem Jahr mit jemandem zusammen und hat schon einen Antrag. Und du bist da seit 6, 7 Jahren in einer Beziehung und da ist noch nichts. Oder du hast jemanden in deinem Umfeld, die sind seit 5 Jahren verheiratet und sind schon dabei, einen Wohnungskauf zu planen. Ihr zwei, ihr seid seit 20 Jahren verheiratet und ihr wohnt noch nicht mal zusammen. Ist da ein bisschen eine Extremsituation, ja, ist ein extremes Beispiel, aber einfach so als, eigentlich sollte ich viel weiter sein wie mein Umfeld. Oder bei vielen kann das zum Beispiel auch sein, dass ihr um euch herum deutlich sehen könnt, wie unreif Menschen sind, ja, wie seelisch unterentwickelt Menschen sind und trotzdem kommen sie in Beziehungen rein. Und du sagst, ich habe so viel an mir gearbeitet, ich habe so viel von all diesen Voraussetzungen für eine glückliche Beziehung und ich habe da nichts, ich bin alleine. Ja? Bei diesem Beispiel, falls du das erlebst, dann musst du dich schon fragen, ob die anderen da, die immer wieder in Beziehungen kommen, wirklich glückliche Beziehungen führen. Ja, oder einfach ganz einfach auf dem Weg dahin sind, wo du dich jetzt befindest. Ja, dem Punkt, wo man sich selbst so sehr liebt, dass man jemand anderen nicht mehr nötig hat. Was wiederum der Punkt ist, wo das Voraussetzung ist für eine glückliche Beziehung. Ja? Der Gehängte. Aber ich hänge fest. Es geht nicht vorwärts. Es geht nicht vorwärts. Da gibt es irgendeinen Knoten, sagst du, ja, der ist da festgebunden. Dieser Knoten muss gelöst werden, weil eigentlich sollte ich hier schon viel weiter voraus sein. Wenn ich so zurückblicke, sollte ich jetzt eigentlich ja am 6.6.2021 bereits in diesen Umständen sein. Bin ich aber nicht. Da gibt es irgendetwas, das ich übersehe, sagst du, und das muss ich lösen, sagst du. Nicht das muss ich lösen, Entschuldigung, ich habe hier zwei große Arkanas. Du hast das Gefühl, dass das äußere Einflüsse sind, auf die du keinen Einfluss hast. Ja, du sagst, an mir selbst habe ich gearbeitet, gemacht und getan, alles gut. Aber irgendwie im Universum da draußen, in meinen Umständen, in meinem Umfeld, ist da irgendein Knoten. Irgendwas stimmt da nicht, ja. Ist weniger der Gedanke, jetzt wenn wir nur auf die Liebe schauen, ist es weniger der Gedanke so, okay, ich muss jetzt los und jemanden finden, sondern mehr der Gedanke, mein Gegenüber findet mich nicht. Ja? Ja. Komm. Zwei der Schwerter. Entweder löst sich dieser Knoten oder ich schneide diesen Seil durch. Ja.
Entweder löst es sich oder ich schneide es durch. Ich mache hier eine Ich- und Du-Legung, ja, und dann sind diese Gefühle in Bezug auf auf ein männliches Gegenüber Zwillinge. Du hast das Gefühl, dass du alles, was du tun musst, getan hast und jetzt die Entscheidung abwarten musst, ja, deines Gegenübers. Und das ist eben dieser Knoten, auf den du keinen Einfluss hast. Dein Gegenüber muss hier diesen Knoten lösen, eine Entscheidung fällen. Und falls es dein Gegenüber nicht macht, dann nimmst du hier ein Schwert und schneidest es selber durch. Ja. Ja, der läuft da davon, sobald der Knoten hier durchschnitten wurde. Ja, die nächste Karte ist die Todeskarte. Wir haben hier die 11. große Arkana, hier die 12. große Arkana. Ja. Bei Gerechtigkeit, das ist der Moment, wo du alles in diese Waagschale geworfen hast, damit jetzt das andere zurückkommt. Ja, und hier wartest du. Und falls du hier zu lange warten musst, dann wirst du hier eine Entscheidung fällen und sagen, okay, ich verändere jetzt die Situation. Ja? Was mit der männlichen Seite, bitte? Der Narr. Hier wurde schon eine Entscheidung gefällt. Die männliche Seite hat hier schon eine Entscheidung getroffen. Siehst du hier diese gelbe Umgebung? Wir haben hier die Nullkarte, die erste Karte im Tarot. Dein Gegenüber hat hier bereits entschieden, jawohl, der Sprung wird gemacht. Das hier ist eine Risikokarte. Wir gehen ein Risiko ein, sagt dein Gegenüber. Das hier ist das, was sich hinter diesem roten Vorhang hier befindet. Du bekommst, was du willst, Zwillinge. Nur wurde es dir noch nicht mitgeteilt. Okay? Der springt übrigens in deine Richtung. Es ist eine Entscheidung für euch und nicht gegen euch, falls du da ein Problem hast. Ja? Ciao. Yes, ich will. Ich will. Der König der Stäbe ist der, der entschieden hat. Das, was auch immer hinter diesem Vorhang ist, das, was du haben möchtest, ja, was dir zusteht, deiner Meinung nach jetzt in dieser Verbindung, das will auch dein Gegenüber. Dein Gegenüber ist auch soweit. Wir sehen hier beide rote Kleidung, ja, und du willst hier hinter diesem Vorhang und dieser Mensch hat sich hier für hinter dem Vorhang da entschieden. Ja, und das ist dein König der Stäbe. Das ist nicht der König der Kelche oder der Münzen oder gut, der Schwerter ist auch. Der König der Schwerter ist auch actionreich. Aber das ist ein König der Stäbe. Das heißt, es wird hier schon sehr bald eine Vorwärtsbewegung kommen. Ja, schon sehr bald wird man hier ein Risiko eingehen. Der König der Stäbe ist der, der am meisten dazu geneigt ist, ein Risiko einzugehen, bewusst einzugehen. Ja. Der König der Kelche auch, aber der macht das unbewusst. Der checkt gar nicht, dass er ein Risiko eingeht. Der geht's einfach ein. Der merkt im Nachhinein, oh, das war riskant. Sechs der Stäbe, voilà. Schau mal, Siegeskarte hier. Dein Gegenüber will hier ein Risiko mit dir eingehen und ist hier überzeugt davon, dass er es meistern wird. Ja, wir haben hier sechs der Stäbe, davor ist fünf der Stäbe, dieser Moment, wo man ein Hin und Her hat und sich nicht einig wird. Ja, jetzt seid ihr euch einig hier, dass ihr ist. Der Weg, den auch dein Gegenüber gehen möchte, jawohl, da habe ich eine gute Aussicht, sagt dein Gegenüber, in diese Richtung soll es gehen. Und mir poppt direkt sieben der Stäbe vor Augen auf, ja, das, was auch immer das hier ist, diese Entscheidung, die du von diesem Menschen haben möchtest, ja, dieser Weg, den ihr gehen möchtet, ihr werdet es beide nach außen schützen, ja, das wird dann euer Ding sozusagen. Okay, schauen wir mal weiter hier. Ich werde hier. Mit diesen Karten, na, da wollen einige Kinder haben. Okay. Ich werde hier mit diesen Karten die gemeinsamen Energien anschauen. Dann werde ich schauen, was hier als nächstes zwischen euch beiden passieren wird. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye.